glaube ich schon zum vierten oder fünften Mal da, ja. Köln direkt am Rhein, mega, mega, mega schöne Location, super nette Leute. Natürlich auch mal, ja, bei dem Wetter, tolle Stimmung und ja, wirklich richtig, richtig toll Spaß. Das ist was ganz Besonderes, weil es ist schon was anderes, wenn du so ein reines schwarzes Festival spielst und gerade wir, wo wir unsere Großtüren hier haben, jetzt ist es immer so ein Stück Heimat. Ja, da gibt es, soll nicht heißen, dass es jedes Festival hat seinen eigenen Charme, aber wenn du zum Amphi kommst, ist es halt immer ein Stück wie nach Hause kommen. Und das ist wirklich, ja, man kennt jeden, man kennt natürlich auch die ganzen Bands, die da spielen. Freut sich da eigentlich immer schon monatelang drauf. Und ja, man hat halt immer, trifft einfach mal viele, viele, viele Träume und tolle Freunde wieder und viele Leute auch aus dem Publikum und so. Und man kann sich zurückziehen und quatschen und so, das ist echt toll. Es gibt wenig Subkulturen, wo es wirklich so ist, dass die Leute so akzeptiert werden, wie sie sind, die so freundlich sind, wo du auf jeden zugehen kannst. Das hast du eigentlich so ausgeprägt nur in der schwarzen Szene. Und das ist das, worum es im Song geht. Es geht jetzt nicht speziell um die Farbe, die man so anhat, sondern eigentlich die Farbe, die hier so ist. Und ja, das kommt natürlich auf solchen Festivals immer ganz besonders zu tragen. Die Leute obwohl fast alle schwarz angezogen sind, komplett bunt, aber auch im Kopf und im Herz und auch total freundlich. Also du kannst, egal wie hier jemand aussieht, dich mit jedem sofort irgendwie an die Theke stellen und ein Bier trinken und quatschen und das ist einfach so mega ausgeprägt an Hüften. Also für was ich so kenne, wirklich mega ausgeprägt in der schwarzen Szene. Das ist so dieser Zusammenhalt, weißt du, was das Ganze angefangen hat, da haben wir noch wollten wir was so die Musik unterstreicht. Da hatten wir gedacht, okay, wir nehmen so ein bisschen die grauen Männer von Momo damals transportieren das so ein bisschen ins NDH. Und wir haben gedacht, okay, damals gab es noch so Blumen Group, die haben sich komplett blau gemacht. Und da haben wir gedacht, ey cool, lass das Ganze mal in Silber ausprobieren. Das Ganze dann halt so zu unterstreichen. Und so ist das mit dem Konzept und den Namen gewachsen. Und ja, als es losging, haben wir uns natürlich noch silbernes Haarspray ins Gesicht gespült. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei, aber damals, ja, so hat das Ganze angefangen. Wir haben verschiedene Momente oder haben bis vor kurzem noch alle drei Touren. Ich habe noch eine andere Band, die heißt Sündenklang. Auch da noch eine Tour. Praktisch drei Touren, die wir vor uns herstehen. Die arbeiten wir jetzt gerade mal alle ab, sozusagen. Dürfen jetzt endlich wieder Pöperpö spielen. Und wenn das durch ist, dann schauen wir, wie gestalten wir das nächste Jahr. Es kommt auf jeden Fall eine neue EP, es kommt auf jeden Fall ein neues Album und dann werden wir auf Tour, denke ich.